Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mary Mümmelmann Küchenshow. Und heute gibt es eins der deutschen liebsten Gerichte, nämlich was? Zigeunerschnitzel mit Kartoffelspalten. Und darum gehen wir jetzt in die Küche rüber zu meiner Nachbarin, zu Mary Mümmelmann. Während die Frau Mümmelmann jetzt alles vorbereitet, erkläre ich mal, was man machen sollte. Also bei der Zigeunersoße natürlich das Wichtigste an einem Zigeunerschnitzel ist die Soße. Dazu muss man die Paprikaschoten waschen und säubern, die Zwiebeln auch schälen und beides in feine Streifen schneiden und die Gurken in kleine Würfel. Dann muss man in einem Topf etwas Öl erhitzen und die Zutaten alle leicht anbraten. Die passierten Tomaten kommen dann dazu und das Wasser und ganz zum Schluss das Tomatenmark und alles bei schwacher Hitze durchziehen lassen. Abgeschmeckt wird mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Zucker, bis ein leicht süß-saurer Geschmack entsteht. Und die Schärfe, die muss man selbst kontrollieren. Der eine mag schärfer, der andere nicht so scharf. Dann die Schnitzel waschen und panieren. Manche mögen es auch unpaniert, aber wenn man panieren will, also waschen und dann eben in Semmelbröseln und mit einem Ei vorher wälzen, ja, dann gibt es auch eine schöne Panade und Salz, Pfeffer, Paprikapulver kommt auch noch dazu. Und die Kartoffelspalten ganz einfach, Kartoffeln waschen, schälen und in Spalten schneiden, dann in einem Topf Fett erhitzen oder man nimmt gleich die Fritteuse und lässt das Ganze goldbraun backen. Ja, wir wünschen guten Appetit.